Bei dem neuen Verfahren werden die mit dem Auge nicht sichtbaren, oft tiefliegenden sogenannten Mini-Rundherde an der Lunge vor dem Eingriff treffsicher lokalisiert. Das können kleine Tumore, Metastasen, aber auch gutartige Gewebeveränderungen sein. Dazu müssen Radiologen und Chirurgen eng zusammenarbeiten, mit Vorteilen für beide Seiten. Für die Chirurgen liegt er in der Präzision des chirurgischen Arbeitens. Das heißt, wir entfernen wirklich nur so viel Lungengewebe mit dieser Operationsmethode, wie notwendig ist, um einen möglicherweise bösartigen Rundherd aus der Lunge komplett zu entfernen. Entscheidend für die Entwicklung der neuen Methode war, dass es an der Universitätsmedizin Mannheim inzwischen zwei Operationssäle im täglichen Einsatz gibt, in denen ein großer Computertomograph installiert ist. Das heißt, der Patient liegt schon in Narkose, wird im Operationssaal für den Eingriff gelagert und vorbereitet. Und dann wird im OP eine Computertomographie durchgeführt, die den ohnehin bekannten Lungenherd noch einmal gut abbildet. Der anschließend diese Computertomographie mit den Bildern sucht der Radiologe sich den bestmöglichen, kürzesten Weg aus, diesen Herd zu markieren. Das heißt, er schießt unter CT-Kontrolle einen Draht mit einer Spirale an der Spitze in das Lungengewebe unmittelbar an diesen Lungenherd heran. Anschließend wird das nochmal mit einem CT kontrolliert und anschließend schreitet der Chirurg quasi zur Tat und entfernt diesen Herd. Das heißt, er entfernt den Bereich, der mit dem Draht markiert ist. Dr. Nils Rathmann ist Radiologe und hat an der Entwicklung der neuen Methode mitgearbeitet. Sein Berufsbild hat sich dadurch verändert. Bisher saß er überwiegend nur vor dem Bildschirm und wertete Daten und Bilder für eine präzise Diagnose aus. Jetzt steht er selbst am OP-Tisch und markiert, wie von Professor Hohenberger beschrieben, den Rundherd. 3D-Bilder, die während einer 360-Grad-Rotation ohne Bewegen des Patienten mit dem CT aufgenommen werden, ermitteln den exakten Ort der Gewebeveränderung. Dr. Rathmann plant jetzt den Zugang zu dem Rundherd und legt dabei einen Pfad für die Hohlnadel fest. Dabei zeigt ein Laserfadenkreuz, wo und in welchem Winkel eingestochen werden muss. Dann führt der Radiologe durch die Hohlnadel einen dünnen Draht ein, der am Ende eine kleine Spirale hat, die dem Chirurgen zeigt, wo der Rundherd liegt. Es profitiert vor allem der Patient. Wir haben die Möglichkeit, kleine Läsionen, die man unter Umständen rein mit der konventionellen Watts-Methode, also die thoraskopische Methode, die Läsion eventuell nicht finden könnte, so können wir die markieren und mit einem kleinen chirurgischen Eingriff ohne größere Komplikationsraten die Läsion ansteuern und bergen und damit den Patienten unter Umständen nach Möglichkeit heilen. Bisher wurde die Markierung mit dem Draht in einem Computertomographen außerhalb des Operationssaales gemacht. Doch die Ergebnisse waren oft schlecht, da sich der Draht durch die Bewegung der Lunge, den Transport des Patienten oder die Lagerung auf dem OP-Tisch lösen konnte und plötzlich an einem falschen Ort zu finden war. Die neue Methode schließt das aus. So, dass der Chirurg, in diesem Fall Dr. Erik Rösner, den kleinen Rundherd auf die sanfte Art, also minimalinvasiv, herausoperieren kann. Das heißt, der Brustkorb muss nicht aufgeschnitten werden, es genügen kleine Zugänge, um die Operationsinstrumente und die Kamera in den Lungenraum zu bringen. Das hat für den Patienten den Vorteil, dass er das geringstmögliche Operationstrauma hat. Es gibt zwei große Indikationen. Das eine sind Patienten, die zum Beispiel Dickdarmkrebs hatten, Brustkrebs hatten, wo plötzlich im Rahmen der Nachkontrollen in der Lunge ein sogenannter Rundherd auftaucht. Die zweite Gruppe von Patienten sind diejenigen, die wir durch Früherkennungsmaßnahmen entdecken, weil sie Raucher sind und eine langjährige Raucheranamnese haben, meinetwegen ein, zwei Schachteln Zigaretten pro Tag über 30 Jahre. Es zeigt sich, dass in diesen sogenannten Screening-CTs immer wieder Lungenveränderungen auftreten, was kein Wunder ist nach der Raucheranamnese, und dass man auf die Art und Weise viele kleine Herde in der Lunge entdeckt, die Vorstufen für Lungenkrebs sind. Das ausgeklügelte System der neuen Methode erlaubt, nur wenig Umgebungsgewebe als Sicherheitsrand herauszunehmen.